Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer an den Bildschirmen. Wir hören immer wieder das Wort Seenot. Aber was ist genau Seenot? Ich selbst bin viele Jahre meines Lebens zur See gefahren. Ich selbst habe Schiffe unter meiner Verantwortung gehabt und das weltweit. Ich selbst bin schon in Seenot geraten und ich habe auch schon Menschen aus Seenot gerettet. Ich spreche also aus beruflicher Erfahrung. Danke. Seenot ist im internationalen Seerecht ganz klar und eindeutig definiert. Für jeden Kapitän ist es eine festgeschriebene Pflicht, Menschen in Seenot zu helfen. Und das entspricht auch einer guten seemännischen Tradition. In einem internationalen Übereinkommen von 1975 haben Küstenanrainerstaaten sich verpflichtet, in küstennahen Gewässern eine Seenotrettung aufzubauen. In den meisten Staaten ist diese Seenotrettung sogar staatlich. In Deutschland zum Beispiel nimmt das die Aufgabe die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Um die Überlebenswahrscheinlichkeiten bei in Seenot geratenen Schiffen, Schiffsbesatzungen zu erhöhen, gibt es internationale Abkommen, das SOLAS-Abkommen, das heißt Safety of Life at Sea. Dort ist unter anderem geregelt, dass jedes Schiff Rettungsmittel an Bord haben muss. Die von den Migranten benutzten Boote sind ohne alle Rettungsmittel, wenn sie die nordafrikanische Küste verlassen. Mit solchen Booten überhaupt eine Fahrt aufs Mittelmeer zu beginnen, meine Damen und Herren, ist leichtsinnig, ist grob fahrlässig und natürlich auch lebensgefährlich. Das wissen auch die Menschen, die sich an Bord dieser Schlauchboote vorsätzlich in Lebensgefahr begeben. Die organisierten Schlepper und die Migranten nehmen das Risiko auf sich für Leib und Leben. Und deshalb nehmen sie jetzt in Kauf, weil sie sicher sind, dass sie rechtzeitig gerettet werden. Das regen Sie doch nicht auf. Gehen Sie mal zum Parlamentsarzt und lassen Sie Beruhigungstropfen geben. Das Wort gerettet muss Anführungszeichen gesetzt werden. Es wird nämlich immer auf gutes Wetter und ruhige See gewartet, bevor die Schleuser die Migranten abgassieren und die Schlauchboote in See stechen. Schauen Sie sich diese Boote mal genau an, die dann auf See zurückgelassen werden. Und zwar machen die das ja bewusst, weil sie ganz genau wissen, die werden dann ab einem gewissen Kilometer abgeholt. Sie sind ohne eigenen Antriebsmotor dann, sie haben keinen Kraftstoffvorrat und das reicht eben aus, um zu sagen, ich bin in Seenot. Sie sind auch tatsächlich in Seenot dann, weil sie manövrierunfähig sind. Diese Seenotsituation ist auch wissentlich und bewusst herbeigeführt worden. Der österreichische Regierungschef Sebastian Kurz hatte schon vor 2 Jahren erkannt, Zitat, die Nichtregierungsorganisationen mit ihren Hilfsschiffen betreiben die Geschäfte der kriminellen Schleuser. Zitat Ende. Und warum ist das so? Weil sie schon in kurzer Entfernung zur libyschen Küste auf Lauer liegen und schon lange die Migranten mit ihrem Radar beobachtet haben. Und sie können sie natürlich dann auch aufpicken. Das müssen im Übrigen die grünen Abgeordneten Lisa Paul und Manuel Sarrazin bestätigen können, wenn deren Besuche überhaupt einen Sinn gehabt haben. Wir nennen das Flüchtlingsboot-Tourismus. Warum nehmen die Flüchtlingshelfer diese, meine Frage, warum nehmen die Flüchtlingshelfer diese Schlauchboote nicht wieder ins Schlepptau und bringen sie auf den kürzesten Weg an Land zurück? Das wäre echte Seenotrettung. Und warum passiert das nicht? Weil die Flüchtlingshelfer jetzt mit dem sogenannten Refoulement-Verbot der Genfer Flüchtlingskommission argumentieren. Aber dieses Refoulement-Verbot bedeutet, dass Migranten nicht in Herkunftsländer gebracht werden dürfen, wenn ihnen dort, das ist dazu, Gefahr für Leib und Leben droht. Aber nun sind die nordafrikanischen Länder
Staaten, keine Länder für dieses Reformverbot Anwendung finden kann. Die sogenannten Flüchtlinge, die sich in diesen Schlauchbooten setzen, haben bereits Monate, teils Jahre an der Mittelmeerküste gewartet und auf diese Schleusung gespart. Deshalb kann man sagen, sie warten in sicheren Ländern. Frau Lemke, da machen Tausende von Touristen in jedem Jahr Urlaub. Auch die zum Beispiel dort aus Ghana, Nigeria und anderen afrikanischen Staaten wartenden Migranten können in ihre Heimat zurückkehren. Ganz sicher, nirgendwo in Afrika gibt es den Straftatbestand der Republikflucht, wie wir es aus der DDR kannten. Die bewusst herbeigeführte Seenot ist nur ein Vorwand, um Tausende von Migranten nach Europa zu holen und insbesondere nach Deutschland. Und da machen sich die Schlepperkapitäne auf den Flüchtlingsschiffen genauso strafbar wie die Banden, die die Schiffe raustreiben. Sobald Herr Kollege, auch wenn das Ihre erste Rede ist, müssen Sie jetzt zum Schluss kommen. Ich war sehr großzügig. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Die nächste Rednerin ist die Abgeordnete Aydan Özoğuz für die SPD. Bitte sehr.